Adolf Hitler ist als das Grauen des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingegangen. Als ein Diktator, der Völker unterdrückte und den Zweiten Weltkrieg entfachte. Als ein Mann, der ohne Skrupel Millionen in den Tod schickte und am Ende das Volk, das für ihn sein Leben gab, verachtete. Adolf Hitler steht für einen Menschen, der diktatorisch und skrupellos seine Macht ausnutzte und in die Perversion trieb. Ihm und seiner Politik ist unendliches Leid zu verdanken, und auch das deutsche Volk litt unter einer Diktatur, die gnadenlos war. Dennoch nähert sich diese Dokumentation, so neutral wie eben möglich, dem Phänomen Adolf Hitler. Hitlers Familie stammte aus dem niederösterreichischen Waldviertel an der Grenze zu Böhmen. Hitlers Vater Alois Hitler, der am 7. Juni 1837 als Alois Schickelgruber geboren wurde, war österreichischer Zollbeamter. Clara Hitler, Adolfs Mutter, wurde am 12. August 1860 geboren und war Hausfrau. Aus ihrer Ehe mit Alois gingen 6 Kinder hervor. Adolf Hitler war das 4. Kind und kam am 20. April 1889 in Braunau am Inn in Österreich-Ungarn zur Welt. Hitlers Kindheit war geprägt von der strengen Erziehung seines Vaters, der den jungen Adolf häufig schlug. Seine Mutter hingegen vergötterte ihren Sohn förmlich, war jedoch der einzige Sohn, der ihr geblieben war. Hier in Steyr besuchte Adolf die Realschule. Nach dem Tod seines Vaters im Jahre 1903 und dem seiner Mutter 1907 siedelt Hitler über nach Wien. In dieser Zeit kommt er in Kontakt mit den Schriften von Georg von Schönerer. 1913 geht der junge Hitler nach München, nicht zuletzt um sich dem Wehrdienst in der österreichisch-ungarischen Armee zu entziehen. Jedoch tritt er im Jahre 1914 als Kriegsfreiwilliger in das Bayerische Reserve-Infanterieregiment Nummer 16 ein. Sein militärischer Rang überstieg nie den eines Gefreiten, jedoch wurde er mit dem Eisernen Kreuz beider Klassen ausgezeichnet. Die militärische Hierarchie sollte sich im Führerprinzip wiederfinden. Die Erfahrung der Gemeinschaft in seiner Auffassung von der Volksgemeinschaft. Vom Abschluss des Waffenstillstandes erfuhr Hitler, vorübergehend durch Giftgas erblindet, im November 1918 in einem Lazarett in Pommern. Einer verbreiteten Meinung entsprechend verstand er die Kapitulation als Dolchstoß von Juden und Marxisten. Nach dem Kriege im Jahre 1919 wird Hitler von seiner Einheit zur Teilnahme an einem Rednerkurs an der Universität in München vorgeschlagen und zeichnet sich tatsächlich als ein talentierter Redner aus. Im September desselben Jahres besucht er eine Versammlung der Deutschen Arbeiterpartei und tritt dieser bei. Hier findet er seine politische Heimat, und als sich die Partei 1920 in NSDAP umbenennt, widmet er sich ab April 1920 gänzlich der Parteiarbeit. Hitler, von nationalsozialistischen Schriften und Ansichten geprägt, nennt schon zu dieser Zeit die Entfernung der Juden überhaupt ein vordringliches Ziel. Auf Kundgebungen und Massenveranstaltungen agitierte er demagogisch geschickt gegen den Vertrag von Versailles und die Weimarer Republik. Damit verschaffte er seiner Partei großen Zulauf. Das Ende des Ersten Weltkrieges hatte durch den Vertrag von Versailles für Deutschland tiefreichende Erschütterungen gebracht.
Hungersnot, Arbeitslosigkeit und Elend breitete sich aus. Eine zunehmende Inflation, die sich zu einer Hyperinflation im Jahre 1923 steigerte, war der Nährboden für politische Extremisten von links und rechts. Der erfolglose Hitler-Ludendorff-Putsch am 8. und 9. November 1923 war der Versuch, nach dem Vorbild Mussolinis die Führung des Deutschen Reiches an sich zu reißen. Doch Hitlers Chance sollte kommen. Bei den Reichstagswahlen vom 14. September 1930 gewann die NSDAP 18,2% der Stimmen. Nur einen Tag nach der Wahl erklärte Hitler, dass ihm eines Tages die Macht von selbst zufallen werde, und zwar auf legalem Weg. Bei den Wahlen zum Reichstag am 31.07.1932 wurde die NSDAP nicht zuletzt aufgrund der Wirtschaftskrise mit 37,4% zur stärksten Fraktion. Eine Regierungsbeteiligung lehnte Hitler jedoch ab, da er selbst die Regierung übernehmen wollte. Bei den Wahlen vom 6. November 1932 verlor die NSDAP zwar über 4%, blieb aber weiterhin stärkste Kraft. Am 30. Januar 1933 wurde Hitler, unterstützt vom ehemaligen Reichskanzler Franz von Papen, vom Reichspräsidenten zum Reichskanzler ernannt. Damit war der Grundstein gelegt für die absolute Herrschaft Hitlers und seiner Partei. Ein großer Teil der Bevölkerung verband mit der von Adolf Hitler propagierten nationalsozialistischen Revolution jedoch die Hoffnung auf Überwindung von sozialer Not infolge der Weltwirtschaftskrise. Die NS-Führung war sich bewusst, dass die Festigung ihrer Macht entscheidend von der Reduzierung der Arbeitslosigkeit und der wirtschaftlichen Stabilisierung Deutschlands abhing. Vor allem die beliebte Freizeitorganisation Kraft durch Freude, die bürgerliche Privilegien wie das Reisen nun auch für Arbeiter erschwinglich machte, erhöhte die Akzeptanz des NS-Regimes entscheidend. Steigender Lebensstandard, aber auch die mit hohem Propagandaaufwand durchgeführten sozialfürsorglichen Initiativen verankerten im öffentlichen Bewusstsein nachhaltig das Bild einer sich ausschließlich um das Wohlergehen der Bevölkerung sorgenden Staatsführung. Die eigentliche Zielsetzung des NS-Staats, alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens mit nationalsozialistischer Ideologie zu durchdringen, erkannten dagegen leider nur wenige. Eine kontinuierliche Abnahme der Arbeitslosenzahlen durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sowie durch Rüstungsprogramme verschafften den neuen Machthabern innerhalb kurzer Zeit weitgehende Zustimmung in der deutschen Bevölkerung. Um den Arbeitsmarkt zusätzlich zu entlasten, wurden zudem sogenannte Ehestandsdarlehen von bis zu 1000 Reichsmark eingeführt. Mit Erhalt des Geldes verpflichteten sich Frauen, nach der Heirat ihren Beruf aufzugeben. Nationalsozialismus ist organisierter Jugendwille, hieß die Losung der Zeit. Nachdem schon im Kinderzimmer die Einflussnahme durch das auf die Ideologie des NS-Regimes ausgerichtete Spielzeug begonnen hatte, sollte anschließend die Hitlerjugend Standesunterschiede beseitigen und die nationalsozialistische Gesinnung fördern. Die anfangs noch formell freiwillige Mitgliedschaft wurde am 1. Dezember 1936 durch das Gesetz über die Hitlerjugend zur Zwangsmitgliedschaft. Mit Geländespielen, Zeltlagern, Radtouren oder durch das ansonsten privilegierte Segelfliegen und Reiten wurde das Interesse der jungen Menschen geweckt.
Wer sich mit dem Regime arrangierte, dem sollte es nicht schlecht ergehen in jenen Tagen. Bereits seit 1923 war der Obersalzberg bei Berchtesgaden das Feriendomizil von Hitler und ab 1933 wurde er zum zweiten Regierungssitz neben Berlin ausgebaut. Hier verbrachte er mit seiner Geliebten Eva Braun immer mehr Zeit. Ebenso empfing er hier Weggefährten, Vertraute und auch Staatsgäste. Bis 1936 ließ Hitler das ursprünglich von ihm angemietete Haus Wachenfeld in zwei Bauabschnitten zu einer repräsentativen Residenz, dem Berghof, umbauen. Auch Hermann Göring, Martin Bormann und Albert Speer siedelten sich mit eigenen Häusern am Obersalzberg an. Das ehemalige Feriendörfchen wurde den Besitzern abgekauft oder schlicht enteignet und das sogenannte Führersperrgebiet entstand. Ein Areal, zu dem nur ausgewählte Mitglieder des inneren Kreises um Hitler Zugang hatten. Hier oben entstanden auch die wenigen Farbaufnahmen von Hitler und seinen Getreuen. Diese Bilder zeigen das vergnügte Leben auf dem Obersalzberg. Wer das Privileg hatte, Hitler in privatem Rahmen hier oben zu besuchen, der hatte sich um die Sache des Führers verdient gemacht. Währenddessen unterwanderte das Nazi-Regime überall in Deutschland die Städte, Dörfer und die Familien. Während überall im Lande Nachbarn ihre Nachbarn und Söhne ihre Väter an die Nazis verrieten, genoss die Führungsriege ein kühles Bad im Alpensee. Immer wieder gibt es Vermutungen über geheimnisvolle Treffen in privatem Rahmen und geheimbündlerische Rituale, die auf dem Obersalzberg stattgefunden haben sollen. Doch tatsächlich ist davon nicht auszugehen. Hitler selbst schätzte die Kirche nur in dem Maße, wie sie die Bevölkerung leiten konnte. Und sich einem Orden wie den Freimaurern oder den Illuminatenorden und dessen Regeln zu unterwerfen, war gewiss nicht die Sache des Führers. Hitler liebte es, sich auf glorifizierenden Veranstaltungen selbst zu feiern. Höhepunkt dieser Festkultur war die Selbstdarstellung der NSDAP auf den sorgfältig geplanten Reichsparteitagen, die stets Anfang September in Nürnberg abgehalten und jeweils unter ein Motto gestellt wurden: Sieg des Glaubens, Triumph des Willens, Reichsparteitag der Freiheit, Reichsparteitag der Ehre oder Reichsparteitag der Arbeit.
Nur der Reichsparteitag des Friedens fand 1939 aufgrund des Kriegsbeginns nicht mehr statt. Die verschiedenen Sitzungen und Tagungen waren auf den Parteitagen eher nebensächlich. Sie fanden zwar auch statt, erreichten aber die Öffentlichkeit bei weitem nicht in dem Maße, wie die Schauveranstaltungen der Aufmärsche, Paraden, Appelle, Totengedenken und Wehrmachtsvorführungen. Disziplin und Ordnung, die Unterwerfung des Individuums unter einem gemeinsamen Willen, all dies sollte durch diese spektakulären Veranstaltungen deutlich gemacht werden. Wie schon andere vor ihm in der Menschheitsgeschichte, so entwickelte sich auch bei Hitler immer stärker der Drang nach der Weltherrschaft. Nur 4 Tage nach seiner Ernennung zum Reichskanzler sprach Adolf Hitler am 3. Februar 1933 vor Reichswehroffizieren über die Eroberung von Lebensraum im Osten. Beim Angriff auf Polen 1939 stießen die von der Luftwaffe unterstützten, technisch weit überlegenen Panzerverbände schnell vor. Warschau wurde 3 Tage bombardiert und kapitulierte am 27. September. Dänemark, Norwegen, Benelux und Frankreich wurden in kürzester Zeit erobert. Im Juli 1940 befahl Hitler Vorbereitungen zur Invasion Englands. Mit Großbritannien sollte Hitler jedoch große Probleme bekommen. England hatte einen gut organisierten Nachrichtendienst und moderne Technik, die vor allem bei der anstehenden Luftschlacht wertvolle Dienste leisten sollte. Nachdem Hitler den größten Teil des europäischen Festlandes eingenommen hat, wendet er sich nun der Operation Seelöwe zu, die anstehende Invasion von England. Er erlässt den Befehl an Hermann Görings Luftwaffe, die RAF vom Himmel zu fegen und die Lufthoheit zu sichern, als Voraussetzung für große Einheiten den Kanal zu überqueren. Im Verlauf des Juli konzentriert die Luftwaffe ihre Angriffe auf die Schifffahrt im Kanal. Obwohl diese große Zerstörung bewirken, kann keine koordinierte Anstrengung zur Erlangung der Lufthoheit verzeichnet werden. Am 13. August beginnt Görings Luftwaffe mit einer Großoffensive, um die RAF endgültig zu schlagen. Am Tag des Adlers schicken die Deutschen ihre Bomber, begleitet von Me-109 und Me-110 Fliegern, um britische Industrie- und Hafenanlagen zu zerstören. An diesem Tag fliegen sie über 1500 Einsätze. Die Angriffe werden für Tage fortgesetzt. Göring setzt alles, was er hat, gegen England ein. Obwohl die Luftwaffe enorme Zerstörung anrichtet, ist die RAF längst nicht vom Himmel verschwunden. Tag für Tag lernen sie, den vermeintlich überlegenen Piloten Görings mehr entgegenzusetzen. Die RAF hat gegenüber der Luftwaffe einige Vorteile. Erstens fliegen sie über ihrem eigenen Land. Die Versorgung mit Treibstoff ist nicht annähernd so problematisch wie bei den Deutschen, die vom Kontinent kommen. Britische Piloten, die abgeschossen werden, landen mit dem Fallschirm in Sicherheit und sind oft am gleichen Tag wieder im Einsatz. Deutsche Piloten landen in Gefangenenlagern. Ein weiterer günstiger Faktor auf Seiten der Briten ist ihr Einsatz von Radar. Sie können die deutsche Luftwaffe erkennen, wie sie sich über Frankreich formiert und entsprechend darauf reagieren. Hitler kennt die technischen Aspekte des Radars, kann diesen enormen Vorteil jedoch nur einfach hinnehmen. Göring ordnet persönlich an, die britischen Radarstationen als Angriffsziel zu streichen. Als die Angriffe weitergehen, sammelt sich das britische Volk hinter ihrem Beschützer, die RAF. Premierminister Churchill erklärt am 20. August, dass niemals in der Geschichte menschlicher Konflikte so viele von so wenigen abhängig waren. Und tatsächlich schien es, dass die tapferen Piloten etwas schafften, was bis dahin niemand vermocht hatte: Hitler zu stoppen. Die deutschen Angriffe fordern ihren Tribut. Viele britische Flughäfen sind vollständig zerstört und am 31. August ist die RAF in einer kritischen Lage. Am 7. September geben die britischen Behörden eine Invasionswarnung an die Bevölkerung heraus. Am selben Tag ändern die Deutschen ihre Taktik in Unkenntnis der realen Lage der RAF, die kurz vor ihrem Zusammenbruch steht. Statt mit den Angriffen auf Flughäfen fortzufahren, entscheidet sich Hitler, London und andere zivile Ziele zu bombardieren.
Tag und Nacht werden Städte attackiert und enorme Zerstörung angerichtet. Aber anstatt die Moral der Menschen zu brechen, führt dies zur Festigung ihres Widerstandswillens. Mitte September hat sich die RAF erholt und bietet den Deutschen wild entschlossen die Stirn. In Berlin erkennt Hitler, dass wegen des herannahenden Winters und Görings weit verfehltem Ziel, die Lufthoheit über dem Kanal zu erlangen, eine Invasion in England verschoben werden muss. Am 17. September verschiebt er die Operation Seelöwe. Die Invasions- und Eroberungspläne des Führers wurden zum ersten Mal vereitelt. Während Hitler die Welt in einen Krieg noch unermesslichen Ausmaßes zog, wurde die Bevölkerung in Deutschland und wie hier in dem sich angeschlossenen Österreich auf Linie gebracht. Unterdrückung und Terror gegenüber politischer Opposition prägten entschieden die Innenpolitik des NS-Regimes. In Schutzhaft genommene Häftlinge warteten zumeist vergeblich auf Gerichtsverfahren oder juristischen Beistand. Obwohl sich staatliche Justizbehörden und das Reichsinnenministerium zumindest anfänglich noch gegen die von Himmler forcierten, gerichtlich nicht überprüfbaren Inhaftierungen wandten. Regelmäßig fanden Veranstaltungen und Kundgebungen statt. Viele Menschen liefen mit, denn ihnen blieb nichts anderes übrig. Hitler hatte einen diktatorischen Überwachungsstaat etabliert, in dem jeder jeden verdächtigte und das Misstrauen selbst innerhalb der eigenen Familie herrschte. Die nationalsozialistische Politik zielte von Anfang an auf die rasche Ausgrenzung von Juden und anderer als rassisch minderwertig Beurteilter aus allen Gesellschafts- und Lebensbereichen. Im Laufe des Krieges zog sich Hitler immer mehr auf seinen mittlerweile zur Festung mit unterirdischen Geheimgängen und Bunkern ausgestatteten Obersalzberg zurück und beriet sich mit Militärs und Parteifreunden. Wann immer Zweifel an Hitlers Politik entstanden und in der Bevölkerung Klagen über die immer wieder auftretenden Engpässe in der Versorgung mit Lebensmitteln geführt wurden, wurden diese Unmutsäußerungen durch die Wirkungsmacht des Hitler-Mythos oder durch suggestive Redekunst Hitlers aufgefangen. Man sah in Reichskanzler Adolf Hitler den Retter und sozialen Wohltäter, den man nach Jahren der politischen und sozialen Struktur- und Identitätskrise erwartet hatte. Hitler, der im Ersten Weltkrieg nur Bescheidenes geleistet hatte, fühlte sich auf dem militärischen Parkett ausgesprochen wohl und besuchte auch gern und oft die Truppen an der Front, wie diese Farbaufnahmen vom Truppenbesuch nach dem Einmarsch in Polen belegen. Doch auch Deutschland blieb von Kriegsschäden nicht unverschont. Unterdessen brach Hitler seinen Nichtangriffspakt mit Russland und stieß in Richtung Osten vor. Das Rattern von Artilleriegeschossen und Grollen von Panzerkolonnen markiert das Ende des unheiligen Paktes zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion. Wieder entfacht Hitler seinen Blitzkrieg gegen eine Nation, mit der er offiziell in Frieden lebt. Der Feldzug gegen Russland, bekannt als Operation Barbarossa, ist die größte Offensive in der Kriegsgeschichte. 3 Millionen Soldaten stoßen auf die russischen Verteidigungslinien. Die deutsche Offensive teilt sich auf 3 Flügel auf. Die Hauptmacht des Angriffes wird von Marschall Bocks Armeegruppe Mitte angeführt.
Sie soll in einer groß angelegten Zangenbewegung nach Osten in Richtung Smolensk vorrücken und wesentliche Teile der Roten Armee zerschlagen. Danach soll der Vorstoß direkt nach Moskau erfolgen, um die nationalsozialistische Fahne über dem Kreml zu hissen. Wie in Polen und Frankreich überrascht der deutsche Blitzkrieg die Verteidiger und treibt sie in die Flucht. Am 29. Juni treffen Guderians und General Hoths Armeen in der Nähe von Minsk zusammen, umzingeln mehr als 40 russische Divisionen und machen über 300.000 Gefangene. Im Süden wird Lwów überrannt und die 1. Panzerdivision bewegt sich schon auf Kiew zu. Am 3. Juli verkündet Stalin eine Botschaft an die gesamte Nation. Er erklärt, der aktuelle Konflikt sei ein Volkskrieg und nicht alleine eine Herausforderung für die Rote Armee. Er befiehlt eine Politik der verbrannten Erde, um den anrückenden Deutschen jegliche Versorgung zu entziehen. Am 5. August hat die Armeegruppe Mitte mehr als 700.000 sowjetische Soldaten umzingelt. Am 12. August ordnet Hitler mit Befehl 34 an, dass die Armeegruppen Nord und Süd auf Leningrad und die Insel Krim vorrücken sollen. Außerdem befiehlt er der Armeegruppe Mitte, gegen den Rat der Generäle, ihren Vormarsch zu beenden und die anderen Einheiten zu unterstützen. Die deutschen Generäle wollen den Vormarsch auf Moskau fortsetzen und die Einnahme der Stadt vor Einbruch des Winters sicherstellen. Russische Verkehrswege sind unter guten Wetterbedingungen schon eine Herausforderung, bei Schnee jedoch werden sie unpassierbar. Die Generäle wissen, dass ihre Beweglichkeit der Schlüssel zum Erfolg ist. Ohne sie würde die Offensive stocken. Am 30. August unterbricht die Armeegruppe Nord die letzte Eisenbahnverbindung zwischen Leningrad und dem Hinterland. Am nächsten Tag stehen sie in Schussweite vor der Stadt. Im Süden unterstützt Guderian mit seiner Belagerung von Smolensk den Angriff auf Kiew. Am 12. September vereinigen sich seine Kräfte mit General Kleist und schließen mehr als 600.000 russische Soldaten 150 Kilometer westlich der Stadt ein. Trotz der guten Nachrichten ist der deutsche Generalstab über das Wetter besorgt. Der erste Schnee fällt an der Ostfront. Am 19. September müssen die Russen Kiew übergeben. Nach Verlusten von mehr als einer 500.000 Mann. Für die Deutschen hat der Sieg einen bitteren Beigeschmack. Die entschlossene Verteidigung der Stadt hat die deutsche Wehrmacht mehr als 100.000 Opfer abverlangt. Ein deutscher General bemerkt, dass im Gegensatz zu den Polen und Franzosen die Russen bis zum letzten Mann gekämpft haben. Am 30. September beginnt Guderians 2. Panzerdivision mit dem Vormarsch auf Moskau. Bei der Operation Taifun vereinigen sich am 2. Oktober alle anderen Panzerdivisionen mit seiner Truppe. Je näher die Deutschen an Moskau herankommen, umso heftiger die Kämpfe. Der Vormarsch gerät ins Stocken und es gibt hohe Verluste. Mitte November bricht der harte russische Winter ein und die deutsche Moral sinkt auf den Nullpunkt. Die Soldaten verfügen nicht über geeignete Kleidung und die Ausrüstung wird immer unzuverlässiger. Der Winter ist der wohl beste Alliierte der Russen. Die Rote Armee findet nun Zeit, um sich neu zu organisieren. Sie erlauben den Deutschen langsam in Richtung Moskau voranzukommen, während sie ihre Kräfte an den Flanken in Position bringen. Am 2. Dezember stehen die deutschen Truppen in Sichtweite des Kreml. Ihre Divisionen sind um die Hälfte dezimiert, die Männer demoralisiert, durchfroren und die Ausrüstung versagt jämmerlich im bitterkalten russischen Winter. Der lange Marsch kommt zum Stillstand. Am 6. Dezember fällt der russische Hammer. Entlang einer 800 Kilometer breiten Front startet die Rote Armee eine massive Gegenoffensive. Unter der Führung von Marschall Georgi Zhukov sollen die deutschen Panzergruppen durchbrochen und isoliert werden, um sie zu vernichten. Die ausgelaugten und demoralisierten deutschen Soldaten zerbrechen unter dem Ansturm der frischen russischen Kräfte. Hitler erlebt zum ersten Mal, wie seine mächtige Wehrmacht strauchelt. Die Konfrontation mit einer regenerierten Roten Armee lässt das deutsche Oberkommando mit Bestürzung auf den langen russischen Winter blicken.
Unterdessen wurde die Ermordung von politischen Gegnern und vor allem die massenweise Tötung von Juden deutlich vorangetrieben. Hitler machte ernst mit seiner Endlösung der Judenfrage. Und nach dem Kriege, wie diese Bilder zeigen, wurde die deutsche Bevölkerung durch die Vernichtungslager geführt. Kaum zu ertragen war der Anblick. Doch unermesslich war das Leid. Einer der Hintergründe, die Hitler zu dieser in jedem Falle unentschuldbaren Tat brachte, waren die Protokolle der Weisen von Zion. Dieses Dokument, dessen Echtheit nicht bewiesen ist, soll die Bestrebungen der Juden aufzeigen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. So nannte Hitler die vollständige Ausrottung der Juden überhaupt als sein wichtigstes Ziel. Über 5 Millionen Menschen mussten deswegen sterben. Ein weiteres Ziel Hitlers war die Eroberung von Lebensraum im Osten. Auf der Grundlage ihres rassistischen Feindbildes, das die Überlegenheit der germanischen Rasse und die bedingungslose Unterwerfung der slawischen Völker postulierte, galt dem Kampf im Osten besondere Priorität. Die Nationalsozialisten nutzten den Titel schon bald als propagandistisches Schlagwort für den gerechten Kampf des deutschen Volks um Raum und Boden. Die rassenbiologisch begründete Vorstellung vom Lebensraum wurde zum Zentralbegriff der nationalsozialistischen Expansionsideologie. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten sprach Hitler in seiner neuen Funktion als Reichskanzler bereits 1933 vor Offizieren der Reichswehr erstmals über die Gewinnung von Lebensraum im Osten und dessen Germanisierung. In der Außenpolitik des NS-Regimes nahm das Lebensraumkonzept eine zentrale ideologische Stellung ein. Gestützt auf die Überzeugung von der Überlegenheit des deutschen Herrenvolkes, sollten die Ausdehnung deutscher Siedlungsgebiete und der Aufbau einer autarken Wirtschaft einhergehen mit der rücksichtslosen Ausbeutung und Dezimierung der slawischen Bevölkerung. Mit der Machtergreifung Hitlers waren ihm mit einem Mal alle Instrumente an die Hand gegeben, sein rassistisch geprägtes Gedankengut in die blutige Tat umzusetzen. Sein Weltbild, das aus Judenhass, germanischem Herrschaftsglauben und arischem Pathos bestand, sollte Wirklichkeit werden. Er führte eine ganze Nation in einen Weltkrieg, wie es noch keinen gab. 5. Juli 1943 an der russischen Front. Nach einer Nacht, die mit dem Heulen von Artilleriegranaten und dem Dröhnen der Bomber erfüllt war, stoßen die Deutschen mit 700.000 Mann und 2.400 Panzern von Norden und Süden her auf Kursk vor. Kursk besaß zwar keinerlei strategischen Wert, jedoch Hitler hatte diesen Angriff zu Propagandazwecken befohlen. Er hoffte auf einen letzten Sieg im Osten, der, wie er es ausdrückte, ein Leuchtfeuer sein würde, das die ganze Welt beleuchten würde. Viele seiner Berater wollten ihn davon abbringen, obwohl sie die politische Notwendigkeit einsahen. Nach Monaten der Planung war es soweit. Doch diesmal war Stalin vorbereitet.
Schon früher, wie auch bei Stalingrad, hatten beide Seiten von Zeit zu Zeit eine Zangenbewegung genutzt, um ganze Armeen einzukesseln. Und es war ihnen gelungen. Obwohl die Deutschen in letzter Zeit ständig zurückgedrängt wurden, vermutete Stalin, dass Hitler ein letztes Mal in die Falle gehen würde. Östlich von Kursk hatte er eine riesige Reserve von Truppen und Panzern stationiert. Es schien, als ob sich seine Vorsicht auszahlen würde. Die 9. Armee unter General Walter Model stieß von Norden her auf die Ortschaft Olchowatka vor. Bis zur Nacht des 6. hatten sie 16 Kilometer zurückgelegt und den Ort eingeschlossen. Jedoch die Russen schlugen zurück und stellten sich mit Panzerdivisionen zu einer Schlacht. Die Sowjets waren in der Überzahl und am 9. Juli musste Model berichten, dass ein Durchbruch nach Kursk nicht möglich war. Im Süden war es der 4. Panzerarmee unter General Hermann Hoth gelungen, den halben Weg nach Kursk zurückzulegen. Die Russen waren überrascht, als Hoth vom Westufer des Donetsk angriff. Innerhalb zweier Tage konnte er 16 Kilometer einer 30 Kilometer langen Front aufbrechen. Am 12. Juli bewegten sich die 700 Panzer des 2. SS-Panzerkorps entlang eines Korridors in der Nähe des Flusses Pysol, als sie plötzlich 800 russischen Panzern gegenüberstanden. Innerhalb weniger Minuten stellten sich beide Seiten zur Schlacht. Als sich die Kombattanten zurückzogen, um sich neu zu ordnen, war das Schlachtfeld mit mehr als 500 brennenden und zerstörten Panzern übersät. General Hoth war sicher, dass ein zweiter Angriff erfolgreich sein würde, da er weniger Verluste erlitten hatte als der Feind. Doch es kam nicht dazu. Nach der Rückkehr zu seinem Hauptquartier erhielt er eine Botschaft aus Berlin. Die Briten und Amerikaner waren zwei Tage zuvor in Sizilien gelandet. Hitler brauchte nun das 2. SS-Panzerkorps für die Verteidigung Italiens und ordnete den Rückzug an. 90.000 Deutsche und noch mehr Russen schienen umsonst gefallen zu sein. Keine Seite hatte an Boden gewonnen. Was als größte Panzerschlacht dieses Krieges begonnen hatte, endete in Tod und Zerstörung. Sicherlich war der Nationalsozialismus mit seinen politischen Ritualen und Symbolen, die um die Begriffe von Nation und Volk, Größe und Macht kreisten, Teil einer gemeineuropäischen Entwicklung, die als Nationalisierung der Massen bezeichnet wurde. Diese bediente sich der Formen einer politischen Liturgie und romantisch frühzeitlicher Mythen, um das Volk scheinbar an der Politik teilhaben zu lassen. Nicht in der parlamentarischen Rede und im gelehrten Gespräch, sondern durch Zeichen und Rituale teilten die nationalen Bewegungen ihre Botschaften mit. Wenn das gesprochene Wort eingesetzt wurde, dann diente es weniger der rationalen Auslegung einer Ideologie, sondern war Teil eines Zeremoniells, das sich meist pseudoreligiöser Formen bediente. Aufmärsche, Fackelzüge, Fahnenappelle und Werbefahrten prägten unverwechselbar das Erscheinungsbild der Partei.
Ihre Kundgebungen sollten in einer Mischung von gesprochenem Wort, das mehr einer Verkündigung glich, und Inszenierungselementen wie Fahnen, Fackeln, Uniformen und Massenchören zu einem Erlebnis für jeden Beteiligten werden. Das Leben des Einzelnen wurde der Bewegung insgesamt unterstellt. Das Einzelne war nichts, die Gemeinschaft war alles, wie diese Bilder aus dem Jahre 1939 zeigen. Hitler scharte auf dem Obersalzberg immer häufiger Getreue um sich. Dabei machte der etwas kleine, fast schüchtern wirkende Mann mit der meist tief ins Gesicht gezogenen Mütze in persona keinen angsteinflößenden Eindruck. Er war nicht der großgewachsene, auch körperlich klar überlegene Herrenmensch. Und dennoch berichten Personen aus seinem Umfeld gern von einer undefinierbaren Aura, die Hitler umgab. Der Propagandaminister enthüllte mit seinen Hymnen auf Hitler, die im krassen Gegensatz zu dessen tatsächlicher Persönlichkeitsstruktur standen, eine tiefere Schicht des Nationalsozialismus, nämlich seinen Charakter als politische Religion. Das bedeutete die Indienstnahme von religiösen Formen der Liturgie, der Heiligenverehrung und der Heilsverkündung für die Zwecke einer weltlichen politischen Bewegung. Durch den Appell an das Jenseitige und an die Erlösungsbedürfnisse ihrer Anhängerschaft wollte sie eine intensivere, nicht hinterfragbare Sicherung ihres Machtanspruchs erreichen. Sichtbar wurden solche Formen des Kultes in den Masseninszenierungen des Regimes mit ihren nächtlichen Kundgebungen und Totenehrungen. Die Männer, die an der Front kämpfen mussten, taten ihre Pflicht. Niemand hatte sie gefragt, ob sie hinter der Ideologie standen oder nicht. Erst im Laufe des Krieges wurde den meisten Deutschen ganz bewusst, mit wem sie es zu tun hatten. Es wurde klar, dass Hitler das deutsche Volk brauchte, um seine Ziele umzusetzen. Und deutlich wurde dies, als er sich in seinen letzten Tagen ganz klar gegen das Volk wendete, das ihm seine Herrschaft erst ermöglichte und ihm folgte. Doch es gab keinen Weg zurück. Man hatte sich verrannt in einen Krieg mit völlig ungewissem Ausgang. In einen Krieg, der Millionen Leben forderte, auf allen Seiten.
Hitler hatte aber auch Gegner. Insgesamt wurden schätzungsweise 42 Attentate auf ihn verübt. Alle hat er überlebt. Das sicherlich bekannteste Attentat auf Hitler geschah am 20. Juli 1944. Nachdem bereits mehrere Attentatsversuche gescheitert waren, legte Stauffenberg, inzwischen Oberst und Stabschef des Befehlshabers des Ersatzheeres Fromm, am 20. Juli 1944 im Führerhauptquartier Wolfschanze bei einer Lagebesprechung mit Hitler eine Bombe. Als bekannt wurde, dass Hitler den Anschlag nur leicht verletzt überlebt hatte, zeichnete sich bereits das Scheitern des Umsturzversuches ab. Im Hof des Bendlerblocks wurden wenige Minuten nach Mitternacht Stauffenberg, Heften, der General der Infanterie Friedrich Olbricht und Oberst Albrecht Merz von Quirnheim vor einem Sandhaufen und im Scheinwerferlicht eines Lastwagens hingerichtet. Weitere Beteiligte wurden in Schauprozessen verurteilt und auf grausame Weise getötet. Die Alliierten hatten Hitler und seinem Krieg nicht mehr länger gewähren wollen. Mit dem Tagesanbruch des 6. Juni 1944, der als D-Day in die Geschichte einging, begann das Ende der Hitler-Diktatur. Die meisten der Soldaten kamen aus den USA und aus Kanada. Europa war ein ferner Kontinent für sie. Und nun sollten sie hier kämpfen, in einem fremden Land, gegen die Truppen eines fanatischen und grausamen Diktators namens Adolf Hitler. Auf 10.000 von ihnen wartet der Tod. Sobald sich die riesigen Landeklappen der Schiffe geöffnet haben und sie ungeschützt durch das Wasser direkt auf die feindliche Linie zulaufen müssen, werden sie erschossen. Eine riesige Armee aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Polen, Tschechien, Belgien, Norwegen und den Niederlanden kämpfen gemeinsam gegen Hitler-Deutschland. Knapp ein Jahr nach der Invasion in der Normandie ist der Krieg zu Ende. Deutschland wird kapitulieren. Doch Hitler gibt sich so schnell nicht geschlagen. Je näher die Alliierten auf die Reichsgrenzen vorrücken, desto stärker entfachte die NS-Propaganda den Widerstandswillen der Bevölkerung bis zum Endsieg gegen den angloamerikanischen Bombenterror und die rasende Rachsucht der Roten Armee. Vor allem gegen sie wurde im September 1944 der Volkssturm aller waffenfähigen Männer zwischen 16 und 60 Jahren aufgeboten. Zu dieser Zeit standen die Alliierten im Westen bereits an der Reichsgrenze. Sowjetische Truppen drangen im Oktober in Ostpreußen ein. In der Hoffnung, das Bündnis zwischen den demokratischen Staaten des Westens und der kommunistischen Sowjetunion werde zerbrechen, konzentrierte sich die Wehrmacht bald auf die Sicherung der Flüchtlingstrecks, die vor den sowjetischen Truppen westwärts zogen. In seiner letzten Rundfunkansprache am 30. Januar 1945 versprach Adolf Hitler trotz der sich abzeichnenden Kriegsniederlage noch immer den Endsieg durch einen verstärkten Einsatz sogenannter Wunderwaffen. Erste Tests der Flugbombe V1 fanden bereits im Dezember 1942 in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde auf der Insel Usedom statt. Unter Hochdruck versuchte man nun, die angebliche Wunderwaffe auf den Weg zu bringen. Doch zum Glück vergeblich.
Propagandaformeln wie die vom angeblich überaus erfolgreichen Einsatz der Wunderwaffen V1 und V2, aber auch gezielte Falschmeldungen über vorgeblich neu verfügbare Truppen der Wehrmacht konnten nicht über die Sinnlosigkeit der Kämpfe und die bevorstehende deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg hinwegtäuschen. Der militärische Wert der schlecht ausgerüsteten Volkssturmverbände war daher gering. Bei Feindberührung lösten sich einige Einheiten auf oder ergaben sich. Oft genug kämpften sie jedoch, insbesondere im Osten, mit dem Mut der Verzweiflung. Unterdessen gelang es den Alliierten, die zahlreichen Konzentrationslager zu erreichen und noch Überlebende zu befreien. Der Anblick, der sich ihnen bot, war entsetzlich. Menschliche Leichen gestapelt, halb verbrannt und teilweise verwest. Das Grauen bekam einen Namen: Adolf Hitler. Die deutsche Bevölkerung wurde zusammengetrieben und durch die Konzentrationsläger geführt. Sie musste sich ansehen, wozu die Hitler-Diktatur imstande gewesen war. Der Einmarsch der Alliierten beendete den Krieg und brachte Frieden für die Menschen in Europa und für die Menschen in Deutschland. Noch am 19. März 1945 ordnete Hitler mit dem sogenannten Nero-Befehl die Zerstörung aller lebenswichtigen Produktionsanlagen an, da nach seiner Auffassung das deutsche Volk gescheitert war und damit sein Existenzrecht verwirkt hatte. Am 29. April 1945 ernannte Hitler Admiral Karl Dönitz als Nachfolger und verfasste sein politisches Testament. Er betonte darin die Notwendigkeit der Vernichtung der europäischen Juden. Am 30. April nahm er sich zusammen mit seiner Frau Eva Braun im Führerbunker der Reichskanzlei in Berlin das Leben. Deutschland kapitulierte am 7. Mai 1945. Es war Ende und Anfang zugleich. Das Ende der 12-jährigen nationalsozialistischen Herrschaft und den von den Alliierten betriebenen Neubeginn in neue demokratische Formen. Doch zunächst galt es, das Überleben zu sichern. Durch die Kriegszerstörung standen große Teile der deutschen Bevölkerung praktisch vor dem Nichts. Städte und Wohnungen sind zerbombt und ausgebrannt gewesen. Industrie- und Versorgungseinrichtungen waren zerstört. Noch Ende 1946 stehen für 14 Millionen Haushalte nur 8 Millionen Wohnungen zur Verfügung. Der Umgang mit dem Trümmerleben und die Überwindung der täglichen Not ist vor allem Sache der Frauen. Viele Männer sind im Krieg gefallen oder verkrüppelt, vermisst oder in Kriegsgefangenschaft geraten. In vielen deutschen Städten legen die Trümmerfrauen den Grundstein zum Wiederaufbau. Für manche Familie ist die zusätzliche Lebensmittelration, die es dafür gibt, überlebenswichtig. Deutschland, Stunde Null.
Vor allem für die junge Generation ist das Ende der Hitler-Diktatur kaum zu begreifen. War man doch im Nationalsozialismus groß geworden? Hatte man die Reden des Führers gehört und die Schriften gelesen? War man Mitglied in HJ oder BDM und fühlte sich dort anerkannt und wohl? All dies sollte nun vorbei sein.